Servus, hallo, hier ist der Mortal. Into the Breach geht weiter, Folge 2 ist am Start. Ich freue mich sehr darauf. Wir haben die erste Insel geschafft, das war super cool. Haben auch ein bisschen was dazu gewonnen an Erfahrung und an Ausrüstung. Und wir springen jetzt in das Spiel rein und spielen weiter. Das letzte Mal konnte ich mich ja noch nicht entscheiden, auf welche Insel wir jetzt weitergehen. Das weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Aber weil unsere Flugzeuge und unser Jetmech alle so schön orange sind und mir gerade ein bisschen nach Wärme ist, nachdem der April so kalt war und jetzt endlich mal der Frühling und der Sommer kommen sollen, könnte man doch mal hier auf diese Wüsteninsel die RST Corporation als Spezialist für Terraforming richtete RST die Umwelt gegen die weg und zerstörte dabei fast die eigene Insel. Umgebung Wüste. Jessica Cairn ist der CEO. Wir machen hier weiter. RST Corporation Zentrale. Ich bin nicht so gutgläubig wie meine Abteilungsleiter. Die Sache mit dem Zeitreisen nehme ich Ihnen nicht ab, aber wir brauchen Ihre Feuerkraft. Wir haben verschiedene Missionen. Kluft, hohe Bedrohung entdeckt. Verteidige die Prototypen der Renfield-Bombe. Beschütze Notfallbatterien. Blitzgewitter, vernichte mindestens 5 Gegner. Energie. Wir bräuchten irgendwie hier oben Reputationspunkte eher als wie Energie. Schauen wir es uns mal an. Okay. Wir probieren es. Hier gibt es zwei Sprengköpfe, die der Zeitreiseforscher Dr. Renfield mit Hilfe ihrer Zeitsprungtechnologie entwickelt hat. Und RST galt als sicherster Ort zum Testen. Die Frage ist, explodieren die auch irgendwann? Schauen wir mal rein. Wir rutschen mal hier runter. Das sieht man ja hier unten rechts, sind so Bodenfeld und so weiter. Hier kann man sich auch anzeigen, wie weit die gerade marschieren können. Wir tun quasi unser Bild hier runter. Sieg in 5 Runden. Da stehen nochmal die Ziele. Da haben wir einen Springer und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren. Die Bomben müssen wir verteidigen. Den Flieger machen wir eher ein bisschen zentral. Das Geschütz eher in die zweite Reihe. Und der kommt noch hier. Missionsstart. Zeigen wir diesen weg, was... Oh, sorry. Bin einfach zu langsam und zu schlecht im Lesen. Okay, die Bomben werden gleich schon angegriffen. Diese, die können fliegen. Und hat der nicht irgendeine... Alle weg, explodieren bei Tod und verursachen auf allen benachbarten Feldern einen Schaden. Okay, das macht jetzt der hier. Das ist nicht so cool. Ich glaube, ich habe schon einen Plan.
hier mal vorgehen. Machen jetzt erst einmal den hier. Und dann machen wir den hier. Ja, ich habe hier noch eine schwere Rakete. Geil, 3 Schaden. Die hat's drauf. Hier haben wir noch unseren Rettungsabwurf. Repariert alle Spielereinheiten, auch kampfunfähige Mechs. Komplette Energie weiß ich nicht, aber schaut so aus in dem Bild. Wir stellen uns dem hier in den Weg, würde ich sagen. Schieben den nach hinten. Ach du Kacke. Hätte man es doch opfern sollen. Ich hätte lesen sollen. 3 Schaden macht der Olle. Tatsächlich. Ich hab's nicht gelesen. Ey, das geht schon wieder. Geht schon wieder. So ein dummer Fehler. Na gut, der hat jetzt 4 von 25 EP gesammelt gehabt. Das ist jetzt... verkraft ich heute nochmal. Scheiße. Der verschiebt den nur. Wie viel Schaden machen wir? 2 Schaden nur. Und der greift er dann trotzdem an. Aber der greift nur das erste Feld an. Also verschieben wir den. Hey, das geht wieder. Kann der jetzt den trotzdem? Ich hoffe mal nicht. Ich könnte den einsmoken, dass er dann vielleicht nicht angreifen kann. Da kann ich nicht drüber fliegen, weil mein scheiß anderer Mech da tot umeinander liegt. Oh mein Gott. Bewegung rückgängig. Ich habe ja hier diese Rakete. Der kann nur auf einer bestimmten Ebene. Ich will sich... Moment. Kann die nicht abschießen, weil da was im Weg liegt, oder wie? Sehe ich das richtig? Nochmal gucken. Ja, so. Dann geht die Bombe auch mit drauf. Und wenn ich den schieb, dann schiebt der wahrscheinlich auch den da. Schauen wir uns an. Ja, dann ist die auch kaputt. Ach, das ist doch mal wieder was hier. Dürfte jetzt nicht angreifen können, weil der im Nebel ist. Genau. Sehr gut. Kriegen wir schon in der ersten Runde gleich so auf den Sack da hier. Mann. Ist erbarmungslos, das Spiel. Sag's euch.
Immerhin etwas. Sie lassen nicht locker. Jetzt kämen wir uns ganz massiv. Und ich glaube, ich werde wieder ein paar Verluste einstecken müssen. Schauen wir mal, was da die Rakete machen könnte. Ja, cool ausschauen tut es auf alle Fälle. Stufenaufstieg. Ah, da haben wir jetzt schon hart einstecken müssen. Ah, ich bin noch nicht ganz da, glaube ich. Irgendwie. Im Kampf gefallen, ausgezeichnet, beide Prototypen sind unbeschädigt. Ich werde Renfield und seinem Team sagen, dass Phase 2 beginnen kann. Hey, der ist gestorben. Gut, der eine hat zumindest ist aufgestiegen und der Omar Koleda wurde im Kampf gegen die Kreaturen schwer verwundet und ist gestorben. Da haben wir natürlich hier keinen Piloten. Ich hoffe, wir können uns dann wieder einen kaufen. Hohe Bedrohung. Aber es kommt mal, glaube ich, das hier mehr ins Blitzgewitter. Eine unserer Wetterturbinen hat einen Weckangriff gemeldet. Wir dürfen die Turbine nicht verlieren, aber nehmen sie sich vor den Stürmen dort in Acht. Sie sind außer Kontrolle. Gefährlich, gefährlich. 5 Gegner. Wir wollen ja die Energie wieder auffüllen. Hauptsächlich Kohlekraftwerk beschützen. Das ist hier. So, jetzt volle Konzentration. Eine ihrer Zeitkapseln wurde bla bla bla. Schnell, schnell, schnell. Okay, da dürfen wir auf alle Fälle nicht stehen. Wo es stürmt. Ich würde sagen, der kommt uns ganz entgegen hier. Vielleicht war ich auch vorhin nicht aggressiv genug. Oh, es fängt an zu stürmen. Schaden, das wäre eher was für den Flieger. Das wäre eher was für die Rakete. Ins Wasser schubsen wäre natürlich auch geil. Schauen wir mal schnell, ob der den. Ja, der würde den hier berühren. Aber die Runde, die lässt sich jetzt schon viel besser an wie die vorherige.
hoffe, ich übersehe jetzt nichts hier. Ich glaube, ich fahre mit dem hier eher hier runter, versuche dann einen, der hier hochkommt, runter zu schubsen. Repariere den hier. Schau mal, ob ich den gleich so wegballern kann. So. Und dann fliegen wir mit dem Flieger hier drauf und reparieren den noch. Einen Gegner müssen wir noch vernichten. Schauen wir mal. Das dürfte man schaffen. Diese Anti-Springer, die sind nicht so hart im Nehmen. Ich kann mich da nicht selber rausschießen. Ich hätte es den nochmal reparieren können, aber das gibt, glaube ich, eh keine Erfahrungspunkte. Keine Spur von weg auf den Bioscan. Mission abgeschlossen. Vernichtet mindestens 5 Gegner. Genau, alles gut. Ich habe die Verlustberichte gelesen und erfreulicherweise stehen die weg ganz oben. Sehr gut. Tür öffnen. Pilot, ja! Das freut mich. Geil. Manuel ist das Spiel auch vielleicht auch mal ein bisschen gnädiger zu einem, aber eigentlich fast nie. Gell? Deswegen freue ich mich. Ah, geil. Eingesponnen und Rauch haben keinen Effekt auf den Mech. Das trifft sich eh gut für den, weil der eh oft im an vorderster Front plus ein. Ja, gut. Gleich hier reinsetzen. Super. Freut mich. Und dann können wir hier noch gleich einen Reaktorkern. Die Frage ist nur an wen. Der hat 5 Gesundheit, der hat 4 Gesundheit. Dann machen wir doch den hier. Schauen wir schnell, dass wir nichts übersehen. Ja. Dass wir ein bisschen mehr einstecken können. Gut. Die habe ich, glaube ich, in der ersten Staffel gehabt. Und das ist nicht so gut gegangen. Das ist relativ schwierig. Jedoch gibt es nochmal einen Bonus. Mal kurz anschauen. Wir müssen eine unserer Terraformer aktivieren, um ein Wecknest unter der Oberfläche zu zerstören. Ach komm, wir versuchen es. Vielleicht mit dem Wasser, dass wir jemanden reinschubsen können. Oh ja, aber 3-3. Die sind nicht ohne. Den wollen wir ja hier, glaube ich. Genau anders, so wie ich es gebraucht hätte.
der kann jetzt da so Wüste machen. Das gibt dem Schaden. Das gibt dem hier oben auch Schaden, aber wie viel Schaden? Kompletten Schaden. Gut. Kann ich mit dem hier? Nee, weil da wieder was im Weg ist. Den könnte ich wegballern. Könnte den von unten dann wieder hochschieben. Genau, so machen wir es. Ach, gut, dass der da an dem vorbeihuschen kann. Und dann geben wir ihm noch einen Schaden noch mit. Wobei, wir könnten eben auch... Ne, das hat einen Effekt auf den, das will ich nicht. Das will ich nicht. Ne, 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 ne. Gut, wenn du da hier stehen bleibst. Ich brauche noch einen Schaden. Schubsen wir den doch hier rein. Den einen Schaden könnte man mit dem machen, aber dann... Schauen wir mal kurz. Der macht ja zwei Schaden und schiebt ihn nach hinten. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe es richtig. Ja. Der Terraformer, der kann auch was machen. Achso, ich habe ja eh die, dass ich Grasland zur Wüste zurückmachen soll. Das wird knapp und vor allem muss ich da meine Kompagnons natürlich runter vom Grasland fahren. Muss ich was reparieren? Flugzeuge. Dass man das nicht wieder auskennt. Jetzt heißt es wieder aufgepasst. Der Käfer macht... Oh, der macht nur einen Schaden. Auf Sand, das Feld wird zu Rauch, wenn es beschädigt wird, wodurch diese Einheit nicht angreifen kann.
Schaden 1. Das würde mich jetzt weniger interessieren. Aber ich kann ja den auch einfach hier in den Bereich reinschubsen. Das ist natürlich, der hat der viele Erfahrungspunkte gesammelt und wir nicht, so, aber. Ziel ist Ziel. Und das geht natürlich vor. Der Terraformer ist sicher, die Sensoren zeigen keine Aktivitäten der Weg unter der Oberfläche an. Die Region gehört uns. 6 EP, 16 bis 50, ja, da dürfte man noch einiges tun, aber die sind halt nicht so schnell am Aufsteigen. Turbinenfall. Turbinenfall. Töten. Schicken Sie die Weg wieder unter die Erde. Wenn Ihre Geschichte über die Zukunft stimmt, müssen Sie hier und jetzt aufgehalten werden. Erleide weniger als 3 Netzschaden. Beschütze Klinik. Okay, der hier unten macht 2 Schaden, der macht mehr. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das wollte ich vorhin nochmal, wenn ich jetzt hier die Waffe auslöse, dann schiebt es den nach hinten, aber das macht ja nichts. Und der ballert dann ins Wasser, oder wie? Ich hoffe doch. Mit der Rakete komme ich nicht mehr hin an den. Sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne ziehen. Sehr wurscht, den können wir einfach so wegballern.
So kriegt der nämlich auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Reparieren können wir nichts mehr. Schauen wir mal das an. Super. Das ist jetzt auch Punkte gebracht. Ich habe es nicht aufgepasst. Ausgezeichnete Arbeit, das war's. Ausgezeichnet. Das ist genau die richtige Einstellung. Wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, sie und die Rostkolosse leisten gute Arbeit. Natürlich. Achtung, seismische Aktivität. Achtung, Schwarmführer. Durch unsere Offensive gegen die Weg sieht sich der Schwarmführer gezwungen, die Konzernzentrale anzugreifen. Schwein des. Das dürfen wir nicht zulassen. Eine Weg-Monstrosität greift unseren Turm an. Helfen Sie uns bitte ein letztes Mal. Wirklich ein letztes Mal. Den Anführer zerstören und den Konzernturm beschützen. Ja, da habe ich schon mal so versagt auf der Karte. Das weiß ich noch. Ich hoffe diesmal nicht. Wünscht mal Glück. Zeigen Sie mir, wozu Ihre Mechs fähig sind. Natürlich. Gut. Jetzt muss ich mal aufpassen. Der. Wie weit kann denn der angreifen? Schaden 2. Spinnt alle Ziele ein und verursacht massiven Schaden auf benachbarten Feldern. Nochmal angucken. Oh, der hat über 2 Felder. Ja, und die dürfen wir ja sowieso nicht verlieren. Also werden wir jetzt erstmal versuchen mit dem Flieger. Und dann die mit dem Flieger vielleicht an die 3 Schaden drauf zu knallen. Und wie viel Schaden macht der generell? 2 Schaden. Ich glaube, den gönnen wir ihm, aber wir schauen, dass der hier nicht hochkommt. Ah, so ein Schwein. Dieser weg wird für den Tod an den Menschen. Na. Jetzt hat Drakidi. Bam. Okay, ich hätte auch so bleiben können, aber. Wir sollen ja hier beschützen. Ja, easy peasy, oder? Vielen Dank, sagen sie. Ich muss zugeben, dass das eine beeindruckende Leistung war. Ohne die Weg-Monstrosität auf unserer Insel können wir ruhig schlafen. Sehr gut.
Ich auch. Ich klar, na, gut, auch gut schlafen. Sie haben trotz allem die RST-Mission abgeschlossen. Sie haben meinen Respekt verdient, Roskolosse, und alles, was wir Ihnen bieten können. Dann zeig mal her. Oh. Greifer. Flugzeugsachen greifen, was? Mit einem Greifer kann sich ein Mech zu Objekten hinziehen oder Einheiten zu sich herziehen. Silisa. Der Mech hat zwei Aktionen, wenn er sich nicht bewegt. Das ist cool für viele Sachen. Sehr viele Sachen. Plus zwei Netzenergie, ja. Komm. Ich lasse jetzt nicht hier einfach irgendwie ein Mech, sag schon, einen in meinen Mech rumsitzen hier und im Lager sitzen und warten, dass er drankommt irgendwie. So, jetzt müssen wir aber ausgeben. Wir haben einiges an Punkten. Selbstzerstörung, nee. Wir wollen eigentlich. Nee, wir wollen eigentlich am Leben bleiben. Laser, der ist cool. Substrahl. Verschiebt alle Einheiten in einer Reihe. Startbooster. Passiver Effekt. Mechs erhalten plus 1 Bewegung, wenn sie ihre Runde benachbart zu einem anderen Mech beginnen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Verkaufen wollen wir nichts. Da können wir ja an die Abwehr investieren, wenn wir wollen. Da können wir Reaktorkern kaufen und die Grundwaffe von dem ist ziemlich schwach. Die Grundwaffe ist auch schwach. Also zwei Schaden ist wirklich für die Katz. Deswegen gehen wir da jetzt mal ein bisschen hoch. Ups. Genau, die muss aktiviert sein. Und dann müssen wir jetzt hier einen kaufen. Kaufen wir jetzt mal peu à peu die Sachen. Genau. Haben wir schon mal 3 Schaden. 3 Schaden ist gut. Der macht überhaupt keinen Schaden. Der könnte einen eigenen Schild. Sollen wir den investieren? Oder sollen wir nochmal 2 und da einen Schaden hochgehen? Boah, plus eine Anwendung von dieser geilen Rakete mit 3 Schaden ist natürlich auch, ist auch was. Ja, ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Also, machen wir wieder hier einen. Gut, da können wir dann immer noch umsetteln, aber das ist schon mal eingebaut. Und dann gönnen wir dem hier noch einen Eigenschild. Ja. Energie ist voll, Netzabwehr. Klasse Wissenschaft. Was ist denn für die Wissenschaft? Waffenklasse Wissenschaft. Verschiebt alle Einheiten in eine Richtung. Ja, das haben wir ja. Und wenn ich die irgendwo dagegen schiebe, dann machen sie einen Schaden. Und deshalb das andere ja natürlich auch irgendwie. Aber man kann das anscheinend von weiter weg. Unbegrenzte Anwendungen.
kostet 1 und so hat man nur eine. Einmal das. Nee, ich glaube, wir können dem den Schild. So, die Karte ist geklärt. Wir können die Insel verlassen. Und wer es kennt, der weiß, was jetzt kommt. Ich sag euch nicht, wo wir hingehen. Vulkannest. Wir könnten schon die finale Mission angehen. Oder wir leveln weiter hoch. Leveln unsere Mechs hoch. Und kommen dann auf das Vulkannest. Kann ja kurz erzählen. Ich habe irgendwie, glaube ich, 2 Ebenen geschafft. Ich weiß nicht, ob noch mehr Ebenen kommen. Aber die 2 Ebenen, die ich gemacht habe, die waren ganz schön knackig. Und das Adrenalin war auch ganz schön hoch. Und ich war eigentlich gar nicht so schlecht von meinen Einheiten her. Aber irgendwie war es dann doch zu schwierig. Wie auch immer, es war eine coole Zeit. Ich genieße das Spielen. Am Feierabend nach der Kinderbetreuung und genießen auch die Zeit, die ich zu Hause sein kann und mit auch immer wieder mal mit dem Zocken und mit Videos drehen verbringen kann. Mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hier war der Martel. Servus, bis bald. Ciao.